Hallo Leute, ich gehe mal davon aus, dass die meisten wissen, was ein Peltier-Thermoelement ist. Für die, die es nicht wissen, erkläre ich es kurz. Ist ein Baustein, so wie der jetzt zum Beispiel da, bei dem, wenn man bestromt, die eine Seite kalt wird und die andere warm wird. Genauso kann man das aber umkehren, indem man die eine Seite kalt macht und die andere Seite warm. Ist dieses Element dann in der Lage, Strom zu erzeugen. Diese Thermoelemente, die sind sehr, sehr empfindlich und sehr feinfühlig. Ihr seht, da wird jetzt schon eine Spannung angezeigt von, naja, ein bisschen was. Und ich nehme jetzt ganz einfach dieses Element und lege es in die Hand. Beschwere es ein bisschen. Das heißt, auf der einen Seite ist es jetzt, wird es durch die Körperwärme wird es jetzt warm gemacht und ihr seht, die Spannung, die steigt hoch. Und weil das Ganze ja so gut funktioniert, aber von der anderen Seite nicht gekühlt ist, gehe ich jetzt einfach her und kühle das mit einem ganz besonderen Kühlelement. Ein schönes, kaltes Jeverbier. Und ihr seht, die Spannung, die geht hoch. Das heißt, desto größer das Delta T wird, desto mehr Spannungsstrom kann fließen. In dem Sinne und an dieser Stelle schönen Gruß an die Jeverleute. Das schmeckt immer noch und wird wahrscheinlich auch immer noch schmecken. Ein bisschen Werbung muss ja sein. Also macht es gut. Ich genehmige mir den Schluck. Tschüss.